Ja, doch abseits der Kirchen gibt es auch noch viele Vereine und Verbände, die christlich geprägt sind. Zum Beispiel der Bund der katholischen deutschen Jugend. Und von der Duisburger Stadtstelle haben wir heute den Geschäftsführer zu Gast, Herrn Henning Gerlach. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Gerlach, die Kirche oder der Kirche laufen ja so ein bisschen die Mitglieder davon. Wie sieht da der Trend beim WDKJ aus, bei der Jugendorganisation? Die Jugendorganisationen sind erstmal eigenständig und gestalten daraus auch ihr Verbandsleben eigenständig. Mitbestimmung ist da ganz wichtig. Und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend ist der Dachverband von mehreren Jugendorganisationen. Das eine sind zum Beispiel die Pfadfinder, die Katholische Junge Gemeinde, die Christliche Arbeiterjugend, die Malteserjugend, Kolpingjugend. Das sind neben den Jungschützen und neben den Sebastianuschützen die Mitgliedsverbände, die wir haben. Und da sie halt, ich sag mal, am Puls der Zeit oder mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Angebote gestalten, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Da wird halt mit den jungen Menschen gestaltet und auch sie können sich da halt einbringen. Und deswegen ist die Situation da ein bisschen anders. Wir haben in den letzten Jahren kaum beziehungsweise überhaupt keine Mitglieder verloren, sondern sind mindestens gleich geblieben von den Mitgliederzahlen her. Okay, weil die katholische Kirche in Duisburg hat ja ein Minus von 12% im letzten Jahrzehnt verzeichnet. Wie können Sie sich das erklären, dass die Trends so unterschiedlich, so gegensätzlich laufen? Ich sagte ja gerade schon, dass wir in unserer Angebotsstruktur nah bei den Menschen sind und auch gleichzeitig unsere Angebotsstruktur dem angepasst haben. Sei es im Bereich vom offenen Ganztag, sei es im Bereich von Quartiersarbeit und auch in den letzten Jahren Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten, sodass wir darüber hinaus über die Mitglieder in den Verbänden auch noch mal ganz viele Menschen in Duisburg erreicht haben, die vorher gar nicht so sehr katholisch geprägt waren, die jetzt aber halt auch Mitglieder in den Verbänden geworden sind oder werden. Okay, und vielleicht werden wir da jetzt ein bisschen konkreter. Was macht der BDKJ oder die Vereine im BDKJ, was machen die konkret, um die Jugend von heute zu erreichen? Also die Verbände vor Ort machen zum Beispiel Bastelangebote. Das ist ein Bestandteil, der hat sich, glaube ich, über die Jahre, Jahrzehnte nicht verändert. Es gibt dann aber auch Angebote für junge Menschen, wo man dann am Wochenende in die Natur zum Zelten fährt oder auch ins Phantasialand zum Beispiel, also in Freizeitparks, oder einen Tagesausflug ans Meer unternimmt. Und dann gibt es natürlich Ferienfreizeiten. Es gibt dann auch einzelne nennen wir es mal Action-Wochenenden oder sonstige Aktionen innerhalb von Duisburg, die dann noch mal ein bisschen einen sozialen Charakter haben, die aber halt auch, so wie die Friedenslichtaktion zum Beispiel, auf das Thema Frieden zielt. Und da gibt es dann halt mit der Sternsinger-Aktion auch ein Thema, an dem junge Menschen ganz konkret mitwirken können, das Themenfeld auch mitgestalten können und auch sogar das Bedürfnis haben, es mitzugestalten. Und das ist natürlich etwas, wo wir jungen Menschen den Freiraum geben, Gestaltungsmöglichkeiten anbieten. Junge Menschen nehmen das an und gestalten dann bei uns ihr Lebensumfeld, ihr Leben und auch das gemeinsam mit Freunden. Man schafft also Gemeinschaft, Heimat. So, das ist für uns und für die Jugendlichen ganz wichtig. Ja, also viele Dinge, die auch Spaß machen. Genau. Wie sieht es da in Duisburg auch aus? Ist es da besonders schwierig, die Jugend zu erreichen oder vielleicht auch besonders leicht? Also das ist natürlich immer, pauschal kann man das so nicht sagen. Interessant oder auch wichtig zu wissen ist ja, dass es in Duisburg viele von Armut geprägte Stadtteile nochmal gibt und wir auch ganz gezielt da Kinder und Jugendliche ansprechen, um mit denen Angebote zu machen, weil wir eben nicht wollen, dass Jugendliche und junge Erwachsene und Kinder da in Anführungsstrichen bestraft werden, wenn sie sich
Angebote nicht leisten können. So dass es für uns extrem wichtig ist, dass wir Angebote für alle Kinder und Jugendliche hinbekommen und auch alle daran teilnehmen können und das so kostengünstig wie möglich. Und dann ist es halt in einer Stadt wie Duisburg natürlich extrem wichtig, das halt auch genau so hinzubekommen. Und da ist man dann durchaus auch auf Förderungen von Stadt, Land, Bund und ja auch in Teilen nochmal von Kirche angewiesen. Okay. Ja, kommen wir zu der großen Aktion, die jetzt ins Haus steht, die 72-Stunden-Aktion vom 23. bis 26. Mai. Wie kann man sich die genau vorstellen? Also, es ist erstmal so, es können sich Gruppen anmelden und die haben vielleicht schon eine Idee, eine ganz konkrete Idee, was sie in dieser Zeit machen wollen. Und zwar kann das ein sozial-karitativer Ansatz sein, das kann ein ökologischer Ansatz sein, das kann auch ein Begegnungsansatz sein, also Begegnungen zwischen zugezogenen Menschen und bereits hier lange Lebenden. Das kann auch zwischen Jung und Alt sein, das kann zwischen verschiedenen Religionen stattfinden. Und dann gibt es halt auch schon das ein oder andere, was bei der Aktion im Jahr 2013 großen Anklang gefunden hat. Das sind dann zum Beispiel, ich sag mal, Bauprojekte, dass man etwas in 72 Stunden baut, erschafft, was dann auch Bestand hat. Und zwar nicht nur für ein Wochenende, sondern was man fühlen kann, was man sehen kann und was benötigt wird. Also soll heißen, zum Beispiel ein Sinnespfad oder ein Tastweg. Ja, und vielleicht kurz zum Schluss, wie kann man sich anmelden? Wie genau kann man da mitmachen? Also es gibt eine bundesweite Homepage dafür, das ist www.72stunden.de. Darüber kann man sich anmelden und dann auch mitmachen, nicht nur als Gruppe, sondern auch bei Einzelpersonen, die sich dann engagieren möchten. Die können das sowohl über diese Homepage ankündigen, als auch im Zweifel bei uns sich direkt in der Stadtstelle melden, um da zu fragen, gibt es denn Anknüpfungspunkte? Und dann sind wir gerne für alle da, die sich engagieren möchten. Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen und Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Gerne.